Hallo zusammen, mein Name ist Sigi Eichhorn und ich fotografiere heute bei Nacht in München. Ich lasse mich dabei einfach mal treiben, schaue mich nach Architekturthemen um, nach Lichtern um. Vielleicht wird es auch ein Video, welches man nennen könnte, die Lichter der Stadt, wer weiß. Ich starte jetzt hier gleich bei meinem allerersten Fotospot und zwar bin ich hier an der Hackerbrücke in München, baue meine Kamera jetzt hinter mir auf und warte mal auf den ersten Zug. So, okay. Oh. Mir stachelt es ein bisschen, egal. So, hier vorne an der Brüstung kann man die Kamera sehr gut aufbauen, um diese Hackerbrücke links ins Bild zu setzen. Die ist eisern, sie hat verschiedene Bögen, also die macht sich richtig gut im Bild. Allerdings, wenn ich mir die Komposition jetzt hier anschaue, ist rechts daneben eine richtig tote Fläche in meinem Display, in meinem Bild. Also nur die Brücke aufzunehmen, macht jetzt auch keinen Spaß. Ich warte jetzt einfach mal auf einen Zug, der hier durchfährt. Bestenfalls fährt er hier auch direkt unter mir durch. Weil wenn die Züge wie jetzt gerade da hinten durchfahren, sind die mir zu weit weg. Das sieht nach nichts aus. Also ich warte jetzt mal die eine oder andere Minute und mache dann das Bild. Wie mache ich es? Das ist auch eine gute Frage. Ich möchte jetzt die ein, zwei Laternen, die man hier so sieht, möglichst gut punktuell mit einem Blendenstern einfangen. Somit wähle ich mal eine 14er Blende oder sowas und habe dann die Möglichkeit, wenn ich immer nachgucke, auf 20 Sekunden und ISO 400 hier das Bild zu machen. Alles ohne Filter. Ich mache das auch mit meinem 2.8er G-Master Objektiv. Auf, wo bin ich hier? Circa 26 mm. Jetzt warten wir ab und machen das erste Bild und dann geht es gleich weiter. Ich werde verrückt, da kommt ja schon die erste Bahn. Die fährt auch direkt hier unter mir durch. Und ich drücke jetzt drauf. Zack, fokussiert habe ich die Mitte der Brücke und ja, mal auf einer Blende 14 sollte auch eigentlich alles scharf sein, soweit alles vorne und hinten. Es fahren sogar gerade zwei Bahnen durch, gut, die ist jetzt nicht zweigeschossig, aber es wird trotzdem funktionieren. Die ist relativ lang, die Lichter sind alle an in der Bahn und bam, geil, das erste Bild ist im Kasten, cool. Hat jetzt nur 5 Minuten gedauert, bin ich auch recht happy. Und froh. So Leute, jetzt genug von den Zügen. Ich bin mit meinem Radl weitergefahren zum Königsplatz und dieser Platz ist auch in der Nacht so richtig imposant. Man weiß ja eigentlich gar nicht, was man wirklich fotografieren soll. Es gibt einfach echt viele Möglichkeiten und das macht es hier auch besonders schwer. Na, diese klassischen Aufnahmen hier hinten von dem Gebäude möchte ich jetzt eigentlich nicht machen. Wenn ich mir jetzt das Thema aussuche, Lichter der Stadt, versuche ich doch mal auch die Lichter hier mit einzubinden. Und mit Lichtern meine ich jetzt zum Beispiel vorbeifahrende Autos. Und jetzt suche ich mir mal das Gebäude hier zu meiner Linken aus, werde da die Kamera jetzt einigermaßen mittig mal positionieren und nehme die Straße als Lichtelement in den Vordergrund. Ja, so in etwa könnte es jetzt funktionieren. Ich stehe relativ mittig und muss jetzt einfach mal auf ein paar Autos warten. Ich habe jetzt natürlich das Gebäude manuell fokussiert. Und auch hier ist es so, hier kommen relativ wenig Autos durch, die auch noch langsam durchfahren. Also das ist jetzt hier schon wieder tricky. Und dadurch, dass jetzt wenig Autos durchkommen, wenn sie überhaupt durchkommen, werde ich nur so 10 Sekunden, 15 Sekunden jetzt mal belichten und das mal ausprobieren. Da kommen jetzt mal 3 Autos. Ich versuche jetzt gleich mal umzusetzen. Nummer 1 fährt durch. Von rechts kommt noch eins. Jawohl, nochmal 2 durchgefahren. Vielleicht ist das ja schon was. Fahrradfahrer fährt durchs Bild. Ich war jetzt hier auf 15 Sekunden. Ja, 15 Sekunden. 9er Blende. Könnte so eigentlich ganz gut hinhauen. So, ich glaube, das hat Potenzial. Da kommen nochmal 3 Autos durchgefahren. 4, 5 sogar. Und ein paar Fahrradfahrer. Vielleicht habe ich Glück, dass das ein gutes Bild wird. 1, 2, 3, 4, 5 und jetzt noch ein paar Fahrradfahrer. Jawohl, da habe ich auch die Lichtzieher auf jeden Fall mit drauf. Yes! Gut, ist mal ein anderes Bild, würde ich sagen.
Ich hoffe auch, dass sich vor lauter Wind... Nein! Jetzt ist passiert. Jetzt ist die Kamera mal voll aufs Objektiv geklatscht. Scheiße. Fuck Wind. Ich schaue jetzt mal weiter Richtung Odeonsplatz. Vielleicht kommt da auch noch irgendwas Cooles mir vor die Linse. So, mein Fahrrad habe ich geparkt. Ich bin quer über den Odeonsplatz hier reingefahren in den Hofgarten. Der Hofgarten ist eine wunderschöne Grünanlage hier mitten in München. Von dem Grün sieht man jetzt im Winter wenig, in der Nacht schon gar nicht. Aber hier hinter mir gibt es einen wunderschönen Pavillon. Den will ich fotografieren und in der Mitte von diesem Pavillon hängt eine Lampe, die sich für mich zumindest sehr gut als Blendenstern eignet. Ich bin jetzt hier um diesen Pavillon mal rumgelaufen und da ist mir was aufgefallen. Hier auf diesem Splitweg, auf diesem Schotterweg gibt es eine Autospur und die Autospur, die kreuzt sich hier irgendwie auch genau in der Mitte von diesem Weg. Die versuche ich jetzt mal als Vordergrundelement hier mit einzubinden, lenke aber den Blick wirklich in die Mitte, also zu dem Pavillon hin. Ihr wisst, es stürmt ja heute Nacht oder wir haben sehr starke Windböen. Das heißt, die Wolken ziehen hier auch gerade komplett und sehr, sehr schnell über mich drüber. Da ist jetzt meine Überlegung, vielleicht mal ein bisschen länger zu belichten, länger als 30 Sekunden, vielleicht mal eine Minute oder sowas, um diese dramatischen Wolkenzieher auch mit aufzunehmen. Weil in der Stadt hat es einfach jetzt den Vorteil, dass die Wolken von den Stadtlichtern einfach super gut angeleuchtet sind. Das ist jetzt so mein Plan. Also Pavillon mit Wolkenzieher, Blendstern und hier die Autospur vor mir aufzunehmen. Vielleicht funktioniert es. Die ist nicht ganz symmetrisch, aber ist vielleicht ein Hingucker. Ich probiere es mal aus. Vor der Kamera sind diese Reifenspuren zu sehen und hier ist dieser echt coole Pavillon. Ich bin mir jetzt relativ sicher, dass ich meine Berechnung richtig angestellt habe, dass ich hier auf einer F20 und ISO 100 eine Minute lang belichten muss, um diese Wolkenzieher drauf zu kriegen. Start die Kamera, hab manuell diesen Pavillon schön anfokussiert und ja, erfreue mich dieses Fotos. Ich hoffe, es klappt jetzt. Ich muss echt sagen, bei dieser Nachtfotografie braucht es super viel Geduld. Also bei einem Versuch bleibt es nicht, wenn man solche Fotos machen will. Vor allem, wenn man da das erste Mal an so einem Spot ist. Es läuft mir noch ein Mann durchs Bild, aber ich glaube, das macht nichts, weil ich ja eine Minute lang belichte. Solange der in Bewegung ist, macht es eigentlich nichts. Da habe ich ihn nicht mit drauf, aber er läuft sehr, sehr langsam. Und ich muss jetzt auch abbrechen, wir haben jetzt gleich eine Minute. 57, 58, 99, brech ab. Also, das Bild war von der Belichtungszeit richtig, richtig gut. Allerdings habe ich jetzt gerade in dem Moment eine geschlossene Wolkendecke. Jetzt muss ich einfach noch ein bisschen warten. Vielleicht tut sich noch was in den Wolken, dass ich diese Dramatik irgendwie herausstellen kann. Ja, und nach dem Bild werde ich dann weiterfahren zum Odeonsplatz und zur Staatsoper. Da geht bestimmt noch was. So, jetzt bin hier an der Staatsoper, mache ich jetzt natürlich den Klassiker. Ich fotografiere die Parkhausausfahrt. Hier war ich auch schon mal. Vielleicht habt ihr das Video dazu mal gesehen. Aber ich denke mir, schadet nicht, das Bild nochmal zu machen. Und ich weiß auch, dass mit einem 14 mm das Bild besser kommt, weil ich dann einfach die kompletten Lichtspuren hier von diesem Kreisel aufnehmen kann. Auf 16 mm kriege ich sie nicht drauf, zumindest nicht aus dieser Perspektive, die ich hier gewählt habe. Deswegen jetzt hier 14 mm und das Bild muss ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, circa 10, 12, 13 Sekunden sowas machen, weil so lange brauchen einfach die Autos, bis sie hier hochfahren. Hier auf 14 mm kriege ich halt echt den kompletten Kreisel drauf. Die Kamera ist schon in der Waage. Ich mache jetzt mal den ersten Test auf 20 Sekunden. Fährt ein ganz kleines rotes Auto durch. Natürlich die größeren Autos mit den fetteren Lichtern, die kommen halt noch mal besser. Ja.
So, wenn es der jetzt mal checkt, hier durch die Schranke durchzufahren, kann es losgehen. Okay, unten steht schon das nächste Auto. Ist auch gut, dass ich jetzt 20 Sekunden gewählt habe, weil der ältere Herr braucht tatsächlich auch ein bisschen länger hier, um die Kurve zu fahren. Und der nächste kommt auch gerade hinterher. Cool, da habe ich gleich mal zwei Autos hier drauf. Beide zügig, 20 Sekunden. Wow. Okay. Die lustige junge Dame da unten hat jetzt ihr Ticket an der Schranke runterfallen lassen. Und jetzt kommt sie nicht raus, weil sie so nah an der Säule steht, da an der Schranke, dass sie die Tür nicht aufmachen kann. Jetzt bräuchte ich, glaube ich, mal eine 5-Minuten Belichtungszeit. Okay, jetzt kommt der Mann, steigt gerade aus. Oh, das müsst ihr anschauen. Sie versuchen es zu regeln, glaube ich, irgendwie. Ja, die brauchen ein bisschen länger. Jetzt sucht der Mann gerade das Ticket unterm Auto. Und er sucht immer noch. Wenn man die Kamera hier gut positioniert, und hat ein 14 mm Objektiv drauf, kriegt man diesen kompletten Kreis. Und das ist eigentlich der Spot hier wirklich ein Garant für ein tolles Bild. Muss ich echt sagen, gefällt mir gut. Was mir hier auffällt, hier in der Münchner Innenstadt sieht man überall Baukräne, Maien, Baustellen. Das ist echt übel, hier was Schönes zu entdecken. Ich gebe mir Mühe. Noch bin ich heiß. Und auch bei mir gibt es auch einen Grund, warum ich die Kamera hier so niedrig hingestellt habe. Und zwar möchte ich sie nicht nach unten neigen. Ja, weil wenn ich das mache, fallen mir die ganzen Linien hier an den Gebäuden zusammen, an der Staatsoper. Deswegen versuche ich, die Kamera wirklich waagrecht auszurichten, dass die Linien einigermaßen senkrecht und schön daherkommen. Oh, jetzt dreht mir gleich die Kamera wieder um, weil es hier so windet. So Leute, nur 20 Meter von dieser Parkhausauffahrt weg stehe ich hier und nehme die Staatsoper von schön vorne auf und drehe hier völlig durch, weil hier ein Gitter im Boden ist. Das ist wahrscheinlich so ein Lüftungsgitter von einem Parkhaus und das kann ich mir auch hier ganz gut zunutze machen, um hier einen Vordergrund mit einzubauen. Man könnte jetzt vielleicht meinen, es ist eine riesige tote Fläche, so nenne ich das ja immer, aber ich probiere das jetzt mal aus der Perspektive mit dem Gitter genau zentral mittig und dann rutsche ich die Kamera noch ein bisschen weiter vor. Ich bin immer noch auf 14 mm, bam, und kriege hier alles drauf. So, wenn hier noch ein Auto an der Staatsoper vorbeifahren würde, wäre das jetzt ein i-Tüpfelchen, aber macht's gerade und ich spreche in die Kamera. Schade, ich hätte gerade ein Bild machen sollen. Jetzt positioniere ich mich lieber mal, lege mich hier auf die Lauer. Aber jetzt kommt natürlich nichts mehr. Ich habe hier natürlich wieder diese alten Laternen, die super geil als Blendensterne auch daherkommen. Jetzt fährt ein Auto gerade durch. Yes. Mal schauen, wie das wird. Es fährt auch schön langsam. So würde ich das Bild jetzt aufnehmen, 25 Sekunden lang auf F16, damit ich schöne Blendsterne kriege. Und wenn jetzt da noch ein Auto irgendwie durchfährt, wäre es halt auch nicht schlecht. Aber ich mache das jetzt mal. Auch ohne Auto wird es bestimmt ganz gut. Los geht's. Dann gehe ich noch mal mit der Kamera noch ein bisschen näher ran. Ja.
Ich achte eben hier wieder drauf, dass die Kamera mittig steht, in der Waage steht. Baller jetzt los, da kommt sogar ein Auto durchgefahren. Ich hoffe, dass der Fokus noch passt, aber ich habe mir jetzt nur 3 Meter bewegt. Auf einer F16 dürfte es kein Problem sein. Geil, jetzt kommen richtig viele Autos aus dem Parkhaus raus. Sehr schön. So seht ihr, hier in München kann man auch ganz kreativ werden und nicht nur die Klassiker fotografieren. So Freunde, mir reicht's fürs Erste. Der Regen hat jetzt eingesetzt, der Wind ist nicht schwächer geworden. Ich beende mein Video hier an dieser Stelle. Ich freue mich natürlich, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Nehmt das Video vielleicht auch für euch als Inspiration, selbst in eure Stadt reinzufahren oder vielleicht wohnt ihr in einer Großstadt. Macht selber in der Nacht Fotos. In der Nacht kann man wirklich was Besonderes schaffen, was viele, viele andere nicht machen, weil es einfach zu ungemütlich vielleicht draußen ist. Und schaut auch gerne mal auf meine Webseite. Siegfried-Eichhorn.de. Da könnt ihr Workshops buchen, mit mir fotografieren gehen. Scheißegal, ob es ein Einzelcoaching ist oder in einer kleinen Gruppe mit maximal 3 Teilnehmern. Ich hatte schon mega Spaß bei den ersten 7-8 Workshops. Es werden noch weitere kommen und ich freue mich einfach auf die Zukunft. Bye bye, euer Sigi vom Ammersee, heute aus München. So, kleiner Videobonus am Schluss. Der Wind hat über die Nacht hinweg nicht nachgelassen. So stehe ich jetzt schon wieder früh morgens am Steg. Und ich möchte einfach mal versuchen, diese Stimmung einzufangen, wenn die Wolken von rechts nach links hier ziehen an dem Steg. Bin ganz gespannt, ob die Sonne sich noch ein bisschen zeigt, ob das Bild auch eine gewisse Wirkung hat. Und dafür habe ich einen ND-Filter vorne ins Objektiv oder vor das Objektiv gespannt und werde so circa 1 Minute lang belichten auf einer 9er Blende. Dann schauen wir uns die Sache mal an. Die Sonne kann durchkommen, muss aber nicht. Mal gucken. Ich bin jetzt hier in dem Bulb-Modus auf einer 7er Blende. Mal schauen, was ich hier noch so eingestellt habe. Ich bin im Bulb-Modus auf einer 7er Blende, habe den Steg vorne manuell anfokussiert. Ja, da wären es jetzt, was weiß ich, 40, 50 Sekunden. Ich nehme mal 50 Sekunden. Okay, jetzt bin ich bei 50 Sekunden, 52, 43, 54, 55. Bäh. Überbelichtet. Mist, also gut. Machen wir es gleich nochmal. Da reichen locker 40 Sekunden. Ich hatte mir eigentlich vorgestellt, dass bei dem Wind die Wellen hier so richtig an den Steg ranklatschen und dass ich gar keine Langzeitbelichtung mache. Aber nö, ist nicht so. Vielleicht drüben am Ammersee. Jawohl, jetzt kriegen wir die Farbe. Jetzt kommt auch schon die Sonne durch. Ich glaube, da bin ich jetzt mit 35 Sekunden auch ganz gut bedient. Ja, stoppen wir mal 35. Ja, gerade noch so an der Grenze zur Überbelichtung. Aber nochmal, 35 Sekunden passt. Ich habe bei dem Bild den Horizont jetzt komplett mittig mal gelassen. Die Überlegung ist jetzt natürlich auch mal tiefer zu gehen, aber wenn ich das mache, dann hebt sich der Steg nicht mehr richtig vom Wasser ab. Eigentlich müsste ich höher gehen, aber ich habe die Mittelsäule jetzt nicht dabei. Also bleibt alles wie es ist. Horizont ist in der Mitte. Und schauen wir mal, ob wir ein schönes Sonnenaufgangsbild hier hinkriegen. Die Wolken haben sich nahezu verzogen, das ist ja echt geil.
So, 30 Sekunden, 3, 2, 1. Bam. Richtig sexy finde ich ja, dass die Sonne direkt vor dem Steg hier aufgeht. Da mein Standpunkt ist wirklich sehr gut gewählt, muss ich echt sagen. Richtig gemacht. Und jetzt stellt sich gerade so heraus, dass ich mit einem ND 1000 und auf einer 7er Blende mit 30 Sekunden sehr gut bedient bin. Ja, die Sonne versteckt sich noch ein bisschen dahinter den Wolken, kommt nicht ganz durch, aber es gibt mir einfach diese schöne rötliche Färbung in den Wolken und das finde ich jetzt ganz klasse, weil die Wolken relativ niedrig da hinten hängen, beziehungsweise hier richtig durchblasen. So, wieder 30 Sekunden. Boom. Auch gut. Cool. So, ich spiele mich jetzt hier noch ein bisschen mit der Kamera. Dann habe ich mir mal ein Frühstück verdient. Wir sehen uns im nächsten Video.